Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, vom ewigen Thron, eins mit dem Vater und dem Sohn. Durchwirke unsere Seele ganz mit deiner Gottheit Kraft und Glanz. Erfüll mit heiliger Leidenschaft Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft. Mach stark in uns der Liebe Macht, dass sie der Brüder Herz entfacht. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und ihr Vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir haben uns an den Heiligen Geist gewandt und die Fürsprache angerufen, um diese Zeit des Gebetes so zu nutzen, damit sie mir Frucht bringt. Im Evangelium der heutigen Messe machst du uns, Herr, darauf aufmerksam, dass wir die Zeichen dieser Zeit deuten sollen. Die Zeichen, die anzeigen, dass mit dem Auftreten Jesu das Gottesreich gekommen ist und dass die Menschen nicht sehen, weil sie nicht sehen wollen. Denn die Zeichen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, sind ja deutlich genug. Noch vor kurzem hatte ja Papst Franziskus an das deutsche gläubige Volk geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass es Not tut, gerade die Zeichen des Unglaubens in unserer Gesellschaft zu entdecken und den Weg der Neuevangelisierung wieder zu entdecken. Das heißt, um das Evangelium, das, was du uns sagen möchtest, Herr, wieder neu erkannt wird. Der Herr wirft ihnen vor, dass sie nicht sehen, weil sie nicht sehen wollen. Das Reich Gottes leuchtet ja im Wort, im Werk und in der Gegenwart Gottes, im Menschen auf. Auch die Wunder Jesu beweisen, dass das Reich schon auf Erden angekommen ist. Ja, Herr, du bist uns auch heute so nahe und wir vergessen es immer wieder. Glaubend lässt sich die Hand Gottes aus vielen Gegebenheiten herausspüren. Wären wir uns ihrer bewusster, könnten wir manche Situationen meistern, die sonst leicht Unmut, Gleichgültigkeit oder Oberflächlichkeit bewirken. Wie viele Sorgen, wie viel Kummer bleiben uns erspart, wenn wir stark im Glauben, mehr Vertrauen auf die göttliche Vorsehung und eine tiefere Gewissheit des göttlichen Beistands hätten, der uns niemals fehlen wird. So versichert es der heilige Josef Maria. Wir erleben immer, dass die innere Kraft des Glaubens eng an das sich bereitwillige Öffnen des Willens geknüpft ist. Der Herr sagt den vielen, die sich über ihn wundern, dass seine Lehre nicht von ihm stammt, sondern von dem, der ihn gesandt hat. Herr, du erläuterst dann, dass die Anerkennung der Göttlichkeit deiner Sendung nicht allein vom Nachdenken, sondern ganz besonders von der inneren Bereitwilligkeit des Menschen abhängt, unser sich öffnen für das Wirken Gottes in uns, das Wirken des Heiligen Geistes. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich in meinem Namen spreche, so sagtest du es uns im Johannesevangelium. Hier erkennen wir ein Problem vieler Menschen unserer Zeit. Wir sollen begreifen, dass wir dem sich offenbaren Gott nicht in der Situation eines gleichrangigen, unabhängigen Partners gegenüberstehen, der sich eben dafür interessiert oder nicht. Leider ist es aber so bei vielen Menschen, die ziemlich gleichgültig sind, nach welchen Grundsätzen sie ihr Leben ausrichten, und fast immer kann man meinen, dass es eigentlich nur darum geht, ohne irgendwelche Zumutungen oder Herausforderungen durchs Leben zu kommen. Haben wir denn ganz vergessen, welche Liebe du uns, Herr, gezeigt hast, als du für uns am Kreuz gestorben bist und dein Blut bis zum letzten Tropfen für uns vergossen hast? Welch ein Leiden
hast du für uns auf dich genommen, um uns zu erlösen? Wenn unser Herz anmaßend und verschlossen ist, ganz mit sich selbst ausgefüllt und angefüllt, dann ist es unfähig, dir, Herr, Raum zu geben. Denn das würde Verehrung und letztlich auch Anbetung verlangen. Ein Christ, der glaubt, stützt seine Hoffnung auf den Geist, der in uns Menschen wirkt, den Heiligen Geist. Um es mit anderen Worten zu sagen, um aus der klaren Sicht des Glaubens leben zu können, ist die demütige Haltung nötig, die einer christlichen Seele zu eigen sein sollte. In dieser Haltung werden wir begreifen und lieben lernen. Und das göttliche Geheimnis wird für uns eine eindringliche Lehre sein. So schließt du, Herr, dieses Evangelium mit einer Mahnung. Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Das würde eben bedeuten, die Barmherzigkeit Gottes verstanden zu haben und danach sein Leben zu gestalten. Demgegenüber nennt der Herr jene selig, deren Herz rein ist. Was bedeutet das? Kardinal Ratzinger erklärte es einmal: Das reine Herz ist das offene und demütige Herz. Das unreine Herz ist demnach umgekehrt das anmaßende und verschlossene Herz. Ein Christ, der glaubt, stützt seine Hoffnung auf den Geist, der in den Menschen wirkt. Gottes Erkenntnis verlangt innere Wachheit, Verinnerlichung, das geöffnete Herz, das persönlich in schweigender Sammlung seiner Direktheit zum Schöpfer inne wird, so Kardinal Ratzinger. Wenn wir das mit anderen Worten ausdrücken wollen, dann ist, um aus der klaren Sicht des Glaubens leben zu können, die demütige Haltung nötig, die einer christlichen Seele eigen ist. Nicht das Bestreben, die Größe Gottes auf die ärmliche Ebene menschlichen Begreifens und Deutens zu beschränken, sondern die Einsicht, dass dieses Geheimnis in seiner Dunkelheit Licht ist, dass das Leben der Menschen erhellt. In dieser Haltung werden wir nur begreifen und Christus lieben lernen, und das Geheimnis wird für uns eine eindringliche Lehre sein, überzeugender als jedes menschliche Argument. Das herausragende Zeichen der Zeit ist seit dem Augenblick, dass die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn sandte, Jesus Christus selbst. In ihm wird Gott sichtbar, der verzeihende Gott, der Gott, der barmherzig ist und will, dass wir seine Barmherzigkeit erfahren, vergeben, nicht nachtragen, versöhnen und Frieden stiften. Das sind Zeichen der Nähe Gottes. Wer sich in seinem Alltag um solche Haltungen bemüht, kann vielen Menschen helfen, ihr falsches Bild von Gott zu revidieren. Gott ist gut und gerecht. Er ist auch Vater der verlorenen Söhne und Töchter. Er will sie nicht erbärmlich und armselig, sondern groß und frei, fähig, ihr eigenes Schicksal zu meistern. Er will uns Menschen zum Freund haben. Er lässt ihn sogar teilhaben an seiner eigenen göttlichen Natur und an seinem ewigen Glück. Die Leute weisen Gott zurück, weil sie schlecht sind, sondern weil sie ihn nicht richtig erkannt haben. Bitten wir Maria um ein feines Gespür für die Zeichen Gottes in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, im Leben jener, die uns nahestehen und in unserem eigenen Leben.
Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen, Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.